So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Omikron, the Nomad Zone. Hier ist mal wieder euer Sebastian Vettel hier. So wunderschön, wie ich fahre hier, könnte man schon annehmen. Ich muss jetzt hier extra nochmal zurückfahren, weil das ist, Leute, so cool. Wenn man ein Auto ruft und das Auto im Stau stehen bleibt, dann bleibt man in dieser Sequenz gefangen, dass man sieht, wie das Auto herfahrt. Sehr schön. Das heißt, ich musste das Spiel nochmal neu laden. Egal, kein Problem. Zumindest, was haben wir so im letzten Part gemacht? Ja, wenn wir jetzt aus dem Auto aussteigen, was wir jetzt gerade nicht tun werden, denn wir fahren jetzt erstmal zum... Ach, super. Doch, ich muss einmal aus dem Auto aussteigen. Jetzt werdet ihr sehen. Jo, wir haben eine Glatze. Und wir sind nicht mehr Kyle 557, glaube ich, war oder so. Sondern wir sind jetzt eine komplett andere Person. Und zwar eine Krankenschwester. Denn im letzten Part ist leider Kyle gestorben. Nachdem wir endlich den Dämon besiegt haben, der das Höllentor bewacht hat und in einem harten Kampf, der eigentlich gar nicht mal so hart war, zum Glück, haben wir den besiegt und das Tor geschlossen. Doch dann müssten wir jetzt eben in diesen neuen Bezirk. Wir wurden hier von Jenna, einer Gefangenen, die wir mal verhört haben, wurden wir hierher beordert und sie hat gemeint, wir sollen in den Tempel gehen. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt auch gleich. Auf dem Weg nach Shampoo wurde aber Kyle erschossen. Doch glücklicherweise konnten wir, da wir eine kleine Seele nur sind, in den Körper hier wandert von der Krankenschwester. Und nun wollen wir in den Tempel rein und schauen mal, was es dort so Schönes gibt. Okay, gut. Wo ist der Eingang? Da. Okay, ich finde irgendwie gerade den Eingang nicht. Oh, da geht's rein. So, komm. Nee. So. Okay, Rockley, wer bist du, mein Kleiner? Meine Kleine? Betest du hier? Wem betest du denn? Pilger, die den merkwürdigen blauen Stein anbeten, ich will sie lieber nicht stören. Achso, den merkwürdigen blauen Stein. Blaustein? Blaustein. Okay, du siehst aber nicht so aus, als würdest du beten, oder? Folgen Sie mir. Okay, Job. Moin moin und hallo. Guten Tag, wer doch immer bist. Achso, doch, Jenna hat gesagt, dass wir zu dem hingehen müssen. Doch, stimmt schon. Wir wissen zwar immer noch nicht, wer genau Jenna ist, aber, also, was sie vorhat, aber egal. So, nichts Interessantes. Ist übrigens sehr interessant, Leute, wenn man das jetzt mal so erinnert. Wir hatten ja einmal die Wahl, als Jenna im Gefängnis war, konnten wir den Tipp geben, ob sie eine Mitgliederin einer merkwürdigen Sekte ist oder nicht. Also, so wie es aussieht, ist sie ein Mitglied irgendeiner Sekte. Wir wissen noch nicht genau wie und warum und was das zu bedeuten hat und wie ich hier wieder rauskomme, aber irgendwas so in der Art. Und wo zur Hölle ist Job? Wer bist du, mein Kleiner? Oh. Kerze, nimm mal einfach mal mit. Das sind doch diese merkwürdigen siebter Erlöser oder so, der grüne Erlöser oder so, so hieß der doch, oder? Glaube ich. Okay. Da ist eine Tür. Da sind so, ist ein Typ. Typ? Typ, hallo, ich frag dich was, Typ. Wo soll ich lang? Typ, hallo. Schaut, was ist der Sockel? Genau, der große Prophet des grünen Buches. Oh, die mit dem grünen Buch, Mann. Cool. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte einfach nur mal draufspringen, testweise einfach nur. Warte mal, da ist so ein Schalter. Ach, cool. Okay. Ich sag mal, man findet in diesem Spiel eigentlich mehr, wenn man einfach nur sinnlos rumprobiert. Oder auch nicht. Da kann ich nicht hoch. Okay. Aber da konnte ich gerade hoch. Warum kann ich jetzt immer hoch? Und warum ist die Kamera auf einmal so anders? So, nehmen wir die Kamera mal richtig so. Jetzt ist sie schöner und jetzt... Gerade bist du doch da hochgekommen. Ach so, ich muss einfach X drücken. Okay, cool. Ich dachte, muss ich hochspringen. Das ist eine Öffnung im Bild genau in der Mitte. So, okay, dann... Ja, was mache ich damit? Muss ich da was reinlegen? Vielleicht eine Kerze? Nein. Jumpo aus was Lebensdrang, Stab der Macht. War irgendwie zu erwarten. Lebensdrang, der Talisman? Natürlich, weil der ist ja dieses heilige Zeichen da. Ah, wartet. Ich blick das langsam. Kyle, also bevor er getötet worden ist und bevor er in unsere Welt gereist hat, hat er ja schon einige Vorkehrungsmaßnahmen gemacht. Wie, dass er eben hier den Stein an seine Freundin Telis, bevor die natürlich gestorben worden, von einem Dämon getötet worden ist, hat er eindeutig hier das gemacht. Also ihr den Stein geben, damit wir ihn sicher bekommen. Und der ist ja für viele schon ein Schlüssel gewesen. Interesting, Leute, würde ich mal sagen. So, dann in den Aufzug. Und wo sind wir jetzt hier?
Da will ich nicht runterfallen. Oh, gerade rausgehen ist in dem Spiel gar nicht so leicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendeine Untergrundorganisation unter einer Kirche. Aha. Hört sich interessant an. Ich werde sterben. Der Boden greift mich gleich wieder an. Ich weiß es doch, Leute. Egal, ich habe jetzt den Stab, der macht mit dem, ich bin blum und dann sind alle tot. So, da geht's nicht rein. Da geht's auch nicht rein. Und das heißt, wir müssen da lang. So, dann gehen wir da lang. Und wo geht's hier lang? Das ist schon wieder zu. Kann ich eigentlich irgendwo rein? Ja. Das ist ein Bild. Schön. Ich finde Bilder auch schön. Sind schön. Sind Bilder. Hä? Okay. Ich verstehe echt. Ah, ach, das geht ja doch auf. Ah, Jaina? What the hell? Willkommen bei den Erweckten. Wie Sie sehen, ist dies kein Palast, aber die Luft hier ist besser als oben. Ja, das war ich. Als ich Sie in der Zentrale das erste Mal gesehen habe, habe ich sofort gespürt, dass Ihre Seele nicht von hier war. Ich dachte, Sie würden Gender etwas entgegensetzen können. Ich kenne Ihre Untersuchungen und habe Ihnen die Informationen gegeben, um ihn zu finden. Und ob? Sonst wäre ich zum Gedankenlöschen verurteilt worden. Nehmen Sie dies kleine Geschenk als Zeichen meiner Dankbarkeit. Die Hülle ist ein anderer, aber der Inhalt ist gleich geblieben. Folgen Sie mir. Ich führe Sie zu dem, der Sie sehen will. Also, eigentlich haben wir falsch ermittelt und sie ist eine Erweckte, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich weiß ja nicht, was diese Erweckten genau sind, aber irgendwas Merkwürdiges zumindest. So, ich benutze jetzt mal diese blöden Tränke. Was macht der Trank denn hier? Was auch gibt neue Energie und Mana. Ich will es mal einen von diesen coolen Tränken benutzen. Ich weiß doch nicht, was die wirken. Ich will es mal einen von denen benutzen. Komm, so, haben wir jetzt eigentlich andere Werte? Scheiße, wir haben jetzt wieder alle unsere Werte sind wieder komplett schlecht. Wir brauchen mehr Leben. Wir müssen angreifen, oh Leute. Ich hoffe, wir müssen niemals einen Kampf in diesem Spiel machen. Mana-Tank plus 50, die können wir theoretisch mal einnehmen. Eine Octogun haben wir aber zur Sicherheit noch. Die eigentlich komplett unnütz ist, da wir jetzt eh unser Stab der Macht haben. Naja, wir folgen jetzt erstmal Jenna und schauen. Der Mann, den Sie sehen möchte, wartet hinter dieser Tür. Wenn die Besprechung vorüber ist, kommen Sie in meinen Raum. Bis dann. Okay, Leila, okay, Lee. Versuchen wir unser Glück. Hier ist alles ein wenig merkwürdig, aber ich hoffe, er kann uns ein paar Fragen beantworten. Wer das auch immer sein mag. Die Religion des Grünen Buches lehrt, dass die Menschen nichts mehr als Träume im Schlaf des höchsten Wesens sind. Ich heiße Dakoba. Ich bin Jeshu-Priester. Ich habe Sie hergebeten, weil wir einen gemeinsamen Feind haben. Astaroth. Sie breiten sich in der Bevölkerung aus, indem sie menschliche Form annehmen. Wenn niemand sie aufhält, sind bald sie die Herren von Omikron. Die Einwohner Omikrons sind ignorant gegenüber der Existenz der Dämonen. Diese zeigen sich niemals bei Tageslicht. Selbst die Regierung leugnet ihre Existenz. Wir, die Erweckten, sind die einzigen, die sie bekämpfen können. Ihre Seele gehört nicht in diese Dimension. Sie können hier nicht sterben, während ihre körperliche Hülle sich noch in ihrer Welt befindet. Wenn sie sterben, geht ihre Seele danach in den Ersten über, der ihre Leiche berührt. Er würde sie in einen kleinen Käfig sperren, den Kismaal, und ihn dem Gebieter Astaroth bringen. Sie würde im Reservoir der Seelen verschwinden, wo sie tausend Qualen leiden müsste.
Sie wären verdammt für alle Ewigkeit. Der Seele beraubt wäre ihr Körper eine leere Hülle. Oder, schlimmer, die Heimat des Dämons. Eigentlich schon. Wenn sie sterben, gleiten sie in den Körper eines anderen. Sie verlieren jedoch alle erworbenen Fähigkeiten. Stärke, Mana, Macht. Aber sie riskieren viel mehr als das, wenn sie in Omikron bleiben. Sie riskieren die Verdammnis der Hölle. Ich weiß nicht, ob sie ihrem Schicksal noch entkommen können. Gäbe es einen Weg, ihre Seele zu retten, würde nur Boz, der Führer der Erweckten, ihn kennen. Boz ist das virtuelle Wesen, der Rider. Er lebt im Multiplan-Netzwerk. Er ist der oberste Führer der Erweckten. Sein Wissen ist immens. Sie treffen Boz nicht einfach so. Er ist sehr selten anzutreffen. Er benötigt ausreichend Energie, um das Netzwerk zu verlassen. Er braucht die binären Datengezeiten, um sich nach oben tragen zu lassen und zu materialisieren. Nur wenigen ist es erlaubt, ihn in den verfügbaren Minuten zu sprechen. Oh, ich glaube, das ist unmöglich. Nur die Erweckten können ihn sprechen. Ich spreche Boz wahrscheinlich bei der nächsten binären Tag- und Nachtgleiche. Ich werde ihn fragen, ob er sie empfangen will. Bis dahin können Sie Phalanx 5 beitreten, einer der geheimen Einheiten der Erweckten. Sorgen Sie sich nicht. Alle Erweckten können Seelen lesen. Wir werden Ihre Seele erkennen, in welchem Körper auch immer. Okay, Leute, noch mehr merkwürdiges, abgefahrenes Cyberpunk-Zeug. Was soll man tun? So, erstmal greifen wir jetzt auf das Inventar zu. Eigentlich müsste es jetzt komplett leer sein, weil der hat ja mal gemeint, dass er alles hier irgendwie wegwirft, was wir nicht brauchen. So, was haben wir eigentlich Schönes? Ein erotisches Poster. Das können wir mal geben, vielleicht magern es dann mehr. So, haben wir irgendwas Sinnvolles? Das ist aber jetzt echt blöd, Leute. Jetzt immer, wenn wir sterben, also verlieren wir alle unsere Erfahrung. Das heißt also, wir... Es ärgert mich jetzt so. Warum muss man die Frau hier übernehmen? Hätte man nicht irgendwie so einen muskelbepackten Superman übernehmen können? Naja, was soll man tun, Leute? Was soll man tun? So, egal. Jenna wollte noch mal so sprechen, dann da reden wir immer noch kurz mit ihr. Gut, immerhin haben wir jetzt ein Ziel, und zwar diesen Boz zu sprechen. Boz? Boz? Ha! Ja, war irgendwie nicht so. Na egal. Hier. Das stimmt, gut. Und das werden wir auch tun, aber dafür müssen wir jetzt, schätze ich mal, erstmal hier Vertrauen erwerben und dann machen wir mit diesem Phalanx 5 jetzt etwas. Okay, aber dafür reden wir erstmal mit Jenna. Ich hoffe, Sie sind der Ehre würdig, die Ihnen erwiesen wird. Das Leben eines Erweckten hängt am seidenen Faden. Wir sind eine geheime Kaste, bekämpfen die Dämonen und das korrupte Machtsystem des Diktators Reshef. Wir sind die einzigen, die von der Existenz der Dämonen wissen und ihnen entgegentreten können. Sie sind in der Stadt Omikron. Auf unserem Planeten herrscht seit beinahe 2000 Jahren eine Eiszeit. Um uns zu schützen, wurde eine Kristallkuppel über der Stadt errichtet. Ganz oben in der Machtpyramide ist X, ein Hochleistungscomputer, der seit über 500 Jahren über alles herrscht. Er erteilt Legate Reshef von seiner Regierung Befehle. Und dann sind da noch die Trusts, Konsu und Tetra. Die Trusts besitzen alles von Wert in Omikron. Sie produzieren unsere Kleidung, Fahrzeuge, Essen, einfach alles. Sie haben sogar ihre eigenen Armeen. Sie führen gegeneinander einen gnadenlosen Kampf um die wirtschaftliche Vorherrschaft. Das Merkwürdige ist, dass niemand weiß, wer die Trusts leitet.
X ist der Computer, der alles in Omikron plant und organisiert. Er erlässt Gesetze und trifft Entscheidungen über das Leben der Menschen aufgrund von statistischen Kriterien. Legacy Reshef muss für die Ausführung der Befehle sorgen. Es war X' Entscheidung, gefährliche Ideen zu zensieren, um die politische Stabilität aufrechtzuerhalten. So ist der Stand der Dinge in Omikron. Die Macht liegt in den Händen einer Maschine. Legacy Reshef. Eiserne Faust im Seidenhandschuh. Er ist ein gewalttätiger und blutdürstiger Diktator und macht von nichts Halt, um sein Reichtum zu mehren. Er fördert einen wahren Persönlichkeitskult. Sein Bild ist allgegenwärtig. Er lächelt im Transcan, während sein Polizeichef Criff Meshroot einen gnadenlosen Feldzug der Unterdrückung führt. Die Erweckten kämpfen für die Freiheit. Und wollen nicht von einer Maschine, sondern von Menschen regiert werden, die wir selbst frei gewählt haben. Wir versuchen den Menschen von Omikron die Augen zu öffnen, um eines Tages der Sklavenherrschaft ein Ende zu bereiten. Reshef lässt uns keine Wahl als Gewalt. Wir führen Sabotageakte durch, um die Regierung zu destabilisieren und die Leute aufzuwecken. Wir sind eine... Oh, Leute, das hatten wir jetzt leider schon. Okay, ich klicke das jetzt einfach mal ganz schnell weg. So, das ist sehr interessant, was sie uns hier alles erzählt hat. Über hier die Erweckte und so. Jetzt müssen wir aber erstmal... jetzt haben wir eine Aufgabe, Leute. Das ist natürlich unser oberstes Ziel und so, die hier alles machen. Suchen Sie jetzt Napmur auf. Er ist der Anführer unserer Phalanx. Er wird Ihnen Anweisungen geben. Und ja, gut, den müssen wir jetzt aufsuchen. Und das machen wir auch. Wir müssen noch herausfinden, wo er genau ist. Und es wäre ganz cool, wenn sich die Tür öffnet. Leute, bevor wir uns aber hier weiter umschauen und den Fallnack suchen, machen wir jetzt einen kleinen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder mit unserer schönen Glatzköpfigen Frau. Bis dann, euer Dams Perfect. Ciao!